Der Mensch ist von jeher bestrebt, die Welt in Form von Gesetzen zu erklären. Nun basieren die naturwissenschaftlichen Gesetze auf Beobachtungen oder sie resultieren aus theoretischen Annahmen zur Erklärung eines Phänomens. Und sie haben so lange Bestand, bis sie durch andere Beobachtungen oder Theorien widerlegt werden. Auf diesen Prinzipien beruht die sogenannte klassische Physik. Wie kaum eine andere Erscheinung war das Licht Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Um das Jahr 1704 postuliert Isaac Newton, dass das Licht aus Teilchen besteht. Sein Widersacher Christian Huygens hingegen behauptet, dass das Licht aus Wellen bestünde. Doch Newtons Modell kann sich schließlich durchsetzen. Bis der englische Physiker Thomas Young das Gegenteil beweisen kann. Mit Hilfe eines Versuchs zeigt er, dass sich Licht ähnlich dem Wasser ausbreitet in Form von Wellen. Doch was ist mit den Phänomenen, die die klassische Physik nicht erklären kann? Der Mann, der sie schließlich von ihrem Sockel stoßen wird, ist gleichzeitig einer der glühendsten Anhänger der klassischen Physik, Max Planck. Max Planck wird am 23. April 1858 in Kiel geboren. Er ist das sechste Kind einer Familie, in der Werte wie Achtung, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit großgeschrieben werden. 1867 wird der Vater, ein Professor der Rechtswissenschaften, an die Universität München berufen. Hier besucht Max das Maximilian-Gymnasium, wo er durch Fleiß und Pflichtbewusstsein glänzt. Der Junge ist vielseitig begabt. Das Klavierspiel ist seine große Leidenschaft, die ihn bis an sein Lebensende begleiten wird. '74 beginnt er in München mit dem Studium der Physik. Und das, obgleich ihm ein Lehrer davon abgeraten hat, weil es in diesem Fach nichts Neues mehr zu entdecken gäbe. 3 Jahre später geht Planck nach Berlin an die Friedrich-Wilhelms-Universität. Hier besucht er die Vorlesungen von Hermann von Helmholtz und Gustav Kirchhoff, die zu den bedeutendsten Physikern jener Zeit gehören. Plancks besonderes Interesse gilt der Thermodynamik, der er auch seine Doktorarbeit widmen wird. Nach ersten beruflichen Schritten in München und Kiel wird er an die Universität Berlin berufen, wo er das Institut für theoretische Physik leiten wird. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich die Beleuchtungstechnik zur Massenproduktion. Um Qualitätsstandards für Glühbirnen zu entwickeln, beschäftigen sich die Physiker mit den Gesetzmäßigkeiten, nach denen erhitzte Körper Wärme bzw. Lichtstrahlen aussenden. Nun geht die klassische Physik davon aus, dass bei steigender Wärmezufuhr auch die Lichtstrahlung zunehmen müsse. Doch bei genauerem Hinsehen weist diese Annahme Fehler auf. Ein Beispiel. Erhitzt man Stahl, so glüht dieser entsprechend seiner jeweiligen Temperatur in verschiedenen Farben. Was hier passiert, ist nichts anderes als die Umwandlung von Wärmeenergie in Lichtenergie. Nach den Vorstellungen der klassischen Physik müsste der Stahl jedoch mit steigender Temperatur immer mehr Energie in Form von Lichtstrahlung abgeben, bis er schließlich ultraviolette Strahlen emittiert, die für den Menschen allerdings nicht sichtbar sind. Das heißt, der Stahl müsste unsichtbar werden. Doch die Annahme der klassischen Physik kann bei keinem Versuch bestätigt werden. Der Stahl ist und bleibt sichtbar. Dieser scheinbare Widerspruch irritierte die Wissenschaft. Wie viele seiner Kollegen versucht auch Planck, die Strahlungsvorgänge zu beschreiben. Er verwendet fast 5 Jahre darauf, das Phänomen mit den Instrumenten der klassischen Physik zu erklären. Doch er findet keine befriedigende Lösung. In seiner Verzweiflung wirft er all seine bisherigen Überzeugungen über den Haufen und geht nun davon aus, dass die Strahlung nicht kontinuierlich abgegeben wird, sondern in Energiepaketen, sogenannten Quanten. Die Quantelung der Strahlungsenergie ist vergleichbar mit Wasser, wenn es nicht kontinuierlich, sondern tröpfchenweise fließt.
Die Gesamtenergie kann dabei nur ein Vielfaches jenes Quantums betragen, das Planck Wirkungsquantum nennt und mit dem Buchstaben klein h bezeichnet. In seinem Gesetz ist die Strahlungsenergie das Produkt aus dem Wirkungsquantum h und der Frequenz der Strahlung. Während Frequenz und Energie längst bekannte Größen sind, ist die epochale Leistung Plancks eindeutig die Einführung des Wirkungsquantums. Planck selbst ist theoretischer Physiker. Für die Überprüfung seiner Theorie ist er daher auf die Messergebnisse anderer Wissenschaftler angewiesen. Tatsächlich können diese seine Annahme bestätigen und sogar den verschwindend geringen Wert des Wirkungsquantums berechnen. Er beträgt 6,6262 mal 10 hoch minus 34 Joule mal Sekunde. Auf der Sitzung der Physikalischen Gesellschaft vom 14. Dezember des Jahres 1900 stellt Planck sein Strahlungsgesetz vor, unter Verweis auf das Wirkungsquantum, das später nach ihm benannt werden soll. Dieser Tag wird als der Geburtstag der Quantenphysik in die Annalen der Wissenschaftsgeschichte eingehen und ein neues Zeitalter der Physik einläuten. Mit der Einführung des Wirkungsquantums hat Planck entgegen seiner innersten Überzeugung der Natur zum Springen verholfen. Ein Umstand, der tiefe Gräben in ihm aufreißt. Zweifelt er doch, wie die meisten seiner Kollegen, am Bestand des Wirkungsquantums. Und insgeheim hofft er, irgendwann ein anderes Strahlungsgesetz zu finden, das dem Energieerhaltungssatz entsprechen würde und das Wirkungsquantum ersetzen könne. Damit kehrt Planck schließlich wieder zu seinen wissenschaftlichen Wurzeln zurück, der klassischen Thermodynamik. In den folgenden Jahren widmet er sich verstärkt seinen zahlreichen wissenschaftspolitischen Aufgaben, die er unter anderem in der Physikalischen Gesellschaft wahrnimmt, als Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität und nicht zuletzt als Sekretär der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Nach dem Ersten Weltkrieg wird Planck der Nobelpreis verliehen. Die Auszeichnung erhält er für das Wirkungsquantum. Doch Planck gebührt auch das Verdienst für eine weitere Entdeckung von mindestens ebenso großer Tragweite, die Entdeckung des Genies Albert Einstein. Einstein arbeitet zu jener Zeit am Patentamt in Bern. Seine spezielle Relativitätstheorie hat Plancks Aufmerksamkeit erregt und ihn dazu bewogen, diese unter den Berliner Physikern zu verbreiten. Doch Planck hat nicht nur Einsteins Genialität erkannt, er hat auch maßgeblich daran gewirkt, ihn für die Preußische Akademie der Wissenschaften zu gewinnen. Trotz mancher fachlicher Meinungsverschiedenheiten verbindet Planck und Einstein eine tiefe und langjährige Freundschaft. 1905 erläutert Einstein unter Anwendung des Wirkungsquantums den lichtelektrischen Effekt. Einstein ist somit der Erste, der Plancks Konstante richtig zu deuten und anzuwenden versteht. Doch was hat es mit dem lichtelektrischen Effekt auf sich? Wenn Licht auf eine Metallplatte trifft, so vermag es Elektronen aus dieser herauszuschlagen. Dabei kann man feststellen, dass dies beispielsweise violettem, also kurzwelligem Licht von hoher Frequenz gelingt, während langwelliges rotes Licht keine Elektronen aus der Metallplatte schlagen kann, und zwar unabhängig davon, wie viel rotes Licht auf die Platte trifft. Mit der Wellentheorie des Lichts konnte man dieses Phänomen nicht erklären, und so nimmt Einstein an, dass das Licht ein Strom von Teilchen, sogenannten Photonen, ist. Jedes Photon gibt seine Energie an ein Elektron ab, das bei ausreichender Energie aus der Metallplatte heraustreten kann. Da die Photonen des violetten Lichts über eine höhere Frequenz und somit höhere Energie verfügen als die Photonen des roten Lichts, leistet ein violettes Photon, was unzählige rote nicht schaffen.
Um die jeweils notwendige Energiemenge ermitteln zu können, stellt Einstein die These auf, dass auch die Energie der Photonen das Produkt aus ihrer Frequenz und dem Planck'schen Wirkungsquantum H sein müsse. Der amerikanische Physiker Robert Millikan kann diese These experimentell nachweisen. Und Albert Einstein wird zu Beginn der 20er Jahre für seine Theorie des lichtelektrischen Effekts mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Die Anwendung der Quantentheorie durch Albert Einstein zeigt, dass Licht sowohl Eigenschaften eines Teilchens als auch einer Welle aufweist. Und damit ist der alte Streit über die Natur des Lichts beigelegt. Und allmählich schwindet auch die Skepsis gegenüber der Quantentheorie, umso mehr, als es gelingt, sie auf weitere Phänomene anzuwenden. Der dänische Physiker Niels Bohr nutzt die Vorstellung von der Quantisierbarkeit des Lichts, um die Stabilität von Atomen zu erklären. Nach dem bisherigen Modell von Ernest Rutherford bestand ein Atom aus einem positiv geladenen Kern und negativ geladenen Elektronen, die ihn umkreisen. Die Stabilität des Atoms basiert darauf, dass die Anziehungskräfte zwischen den gegensätzlichen Ladungen durch die Fliehkraft der Elektronen ausgeglichen werden. Aufgrund ihrer Bewegung müssten die Elektronen jedoch permanent Energie abgeben und immer langsamer werdend schließlich in den Kern stürzen. Da sich Atome jedoch als stabil erweisen, sucht Bohr nach einer schlüssigen Erklärung. Er nimmt an, dass die Elektronen nicht wahllos um den Kern kreisen, sondern auf genau definierten Bahnen, auf denen sie keine Energie verlieren können. Im Atominneren ist das Energieniveau der Bahnen geringer als im äußeren Bereich. Springt ein Elektron nun auf eine höhere Bahn, muss es dazu ein Energiequantum, also ein Photon, aufnehmen. Springt es zurück, gibt es das Energiequantum wieder ab. Ein Verhalten, das man als Quantensprung bezeichnet. Die jeweils aufgenommene oder abgegebene Energie entspricht auch hier dem Produkt aus Planck'schem Wirkungsquantum und Frequenz des Photons. Damit sind die Geburtswehen der Quantentheorie endgültig überstanden. Max Planck hatte mit seinem Wirkungsquantum den Grundstein für eine neue Form der Physik gelegt, die Albert Einstein und nicht zuletzt Niels Bohr untermauerten. Ihre Forschungsarbeit schuf letztlich die Basis für die Entwicklung der Quantenphysik, die die Abläufe im Mikrokosmos der Atome und noch kleinerer Teilchen erklärt. Der Quantenphysik verdanken wir viele Errungenschaften unseres modernen Alltags, wie den Computer und den Laser mit seinen vielfältigen Anwendungsgebieten. Ohne sie wäre auch die moderne Medizintechnik nicht denkbar, so die Magnetresonanztomographie. Sie ermöglicht unter anderem Ganzkörperabbildungen und erspart dem Patienten damit unangenehme Mehrfachuntersuchungen. Die Positronenemissionstomographie macht Stoffwechselvorgänge sichtbar. Mit diesem Verfahren können unter anderem Krebszellen lokalisiert werden, da sich ihr Stoffwechsel von dem gesunder Zellen unterscheidet. Eine weitere Anwendung der Quantenphysik ist die permanente Verkleinerung von Bauelementen, die unsere Computer künftig noch schneller und leistungsstärker machen werden. Die Grundlage für all diese technischen Meisterleistungen schuf Max Planck mit der Entdeckung des Wirkungsquantums zu Beginn des 20. Jahrhunderts.